Hallo und herzlich willkommen zurück zur mittlerweile schon 10. Folge, glaube ich. Ja, 10. Folge. Wir müssen jetzt gucken, dass wir da oben auf diesen Steg kommen. Energieversorgung unterbrochen. Oha. Wie behebe ich die Energieversorgung? Hier drin wahrscheinlich. Nee, doch nicht. Systemalarm. Reparaturbedarf. Ja klar. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Wie lösche ich das Zeug? Kann ich das überhaupt löschen? Power Control. Oh ja, war klar. Scheiß Vieh. Ist hier irgendwo einen großen roten Knopf, den ich drücken kann? Zeit. Oh. So, was kann man herstellen? Morgens Zündschlüssel. Okay. Hier, warte, was? I see. Noch ein Waffe-Upgrade, oder? Nope, das hat nicht funktioniert, schade. Hi. Endlich mal Menschen. Morgen? Ich dachte. Ich weiß nicht, was ich dachte. Schön, Sie zu sehen. Ja, gleichfalls. Stellt Transtar eine Rettungsmission zusammen? Ja. Ich war im Treibstofflager, als das Feuer ausbrach und alle wegrannten. Aber sie rannten nicht vor dem Feuer weg, sondern vor diesen Gestalten. Ich hatte das Feuer eingedämmt und wollte zum Treibstofflager, als Officer Rose kam und mich rausholte. Gott sei Dank. Ich wusste nicht, was los war. Nichts von diesen Dingern. Alle, mit denen ich gearbeitet habe, sind tot. Tot, oder? Ja. Vielleicht war ja eine der Kreaturen für die Explosion im Treibstofflager verantwortlich. Sind sie intelligent? Haben sie das geplant? Ich habe gehört, dass alle Fluchtkapseln defekt sind. Alle.
Wie ist das möglich? Das weiß ich auch nicht, meine Gute. Was ist ein Feueralarm? Schade. Gott, wie diese Dinger sich bewegen. So krank. Ah. Was macht es? Oh mein Gott, hat es... Ich glaube, mir wird schlecht. Es hat gerade noch so ein Ding erschaffen. Es hat es aus Enochs Leiche gezogen. Leiche? Ich weiß nicht. Es hat ihn vielleicht gerettet. Könnte immer noch Enoch sein. Sieht das etwa so aus? Sam. Versprich mir, dass du mich tötest, falls ich dir so endlich... Thermische Resistenz. Oh mein Gott, ich brauche noch einen Neuromod. Sarah wird uns hier rausholen. Sie hat uns so weit gebracht. Wir sind hier sicher. Vorerst. Ich mach mal einen Rundgang. Der ganze Weg hierher, nur um auf die Talos zurückzukehren? Der einzige Weg führt durch Frachtraum B. Und da wimmelt es von diesen Viechern, von denen ihr Bruder meinte, sie könnten nicht ausbrechen. Genau wie sie. Ich kenne als Einzige den Code. Er gehört Ihnen, wenn Sie uns die Feuerkraft besorgen, die wir von Anfang an gebraucht hätten. Erst den Plan für die Geschütze, dann... Laut meinen Männern hat der Fabrikator wieder Strom. Das waren Sie, oder? Ja. Ich habe Sie wohl unterschätzt, Doktor. Also brauchen wir nur noch den Plan für die Geschütze. Okay. Liegt im Tresor vom Sicherheitsbüro, das dank des Rumpfbruchs unerreichbar ist. Mit einem Anzug könnten Sie aber einen Spaziergang machen. Wir brauchen dringend zusätzliche Feuerkraft. Was? 9, 8? Was? 9? Nein, nein, nein. Und weg hier. Alter, was? Ich brauche das Geschütz jetzt, ne? Ach, nichts. Ich wollte nur wissen, ob alles okay ist. Oh, ja, Officer Rose. Al, danke. Schön zu hören. Was, wie komme ich jetzt da hoch? Wie kommen wir jetzt da hoch? Warte mal, ich kann nicht klettern, das heißt... Ekaterina, ist eine Ewigkeit her, dass wir uns gesehen haben. Ekaterina? Ja, gefühlt mehrere Jahre. Ich nehme das als Kompliment. Ne, nicht ganz. Ach komm schon. Wenn du da... Nein! Dammit. Wollen wir jetzt doch verarschen, ne? Kann ich hier oben was aktivieren, dass mir das hier hochkommen erleichtert? Hier noch zwei weitere. Andere sind vielleicht auch hungrig. Ja, jetzt ist aber alles meins. So, hello there. Hey. Mensch, Mensch, Mensch. Sollte nicht mich angreifen? Neuromod
tun wir es. Ich bin bereit, es krachen zu lassen. Ich auch. AAG ist ausgerichtet und scharf. Freue mich schon, unseren Freunden einzuheizen. Ja. Hier ist der Code für Frachtraum B. Dankeschön. Jetzt oder nie. Mein Ende sein soll, dann ist es so. Ich werde euch beschützen, noch nicht. Hoffentlich ist der Medizin-Operator einsatzbereit. Den werden wir danach brauchen. Aber sowas von. Es wären jetzt nicht so viele tot, wenn die Kapseln funktioniert hätten. Aufhören! Das waren alle, hoffe ich. Und ich dachte schon mal. Ich habe geahnt, dass irgendwas schiefgehen wird. Aber so etwas hätte ich nicht erwartet. Wir freien Blick auf ihr wohlgeformtes Hinterteil. Bitteschön. Ausgezeichnete Schießerei, wenn ich das so sagen darf. Wir haben sie alle gerettet. Schaut euch das an, das wollte ich. Okay, lass uns kurz gucken. Dann beende ich die Folge hier an dieser Stelle. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns in Folge 11 wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao. Wir haben es geschafft. Bereich ist gesichert.